This is an e-scooter that has caught fire on the train. Mit diesem von der BBC veröffentlichten Handyvideo beginnt eine seltsame Geschichte. Der Akku eines E-Rollers war in Brand geraten. Ein Londoner Fahrgast hatte ihn im Zug mitgenommen. Hier eine U-Bahn-Station in Toronto, Kanada. Diesmal ist es die Batterie eines Elektrofahrrads, die in Brand geraten war. No one was injured except the bike's owner. Solche Aufnahmen verbreiten sich natürlich schnell. Und in diesem Fall haben sie eine U-Bahn-Betreiberin namens Hamburger Hochbahn aufgeschreckt. Es gibt ja dokumentierte Vorfälle von Bränden im ÖPNV in ganz Europa. Und diese haben uns dazu veranlasst, sich das Thema genauer anzuschauen. Für die Hamburger Hochbahn wird eine brandschutztechnische Bewertung erstellt. Die Autoren gehören zur Studiengesellschaft für Tunnel- und Verkehrsanlagen und dokumentieren zahlreiche Akkubrände in verschiedenen Ländern. Ereignisse aus den vergangenen 10 Jahren werden zitiert. Sie sind aus Presse und Fernsehen weitgehend bekannt. Die Explosion eines Lithium-Ionen-Akkus erschüttert dieses E-Bike-Geschäft in der Innenstadt von Hannover. Ein Hotelgast hatte die Batterie über Nacht in seinem Zimmer an der Steckdose aufgeladen. Während der Mann schlief, fing der Akku Feuer. Vor wenigen Minuten stand das E-Bike noch oben in der 4. Etage in der Küche eines 37-jährigen Mieters. Geballt zusammengetragen erscheint es, als würden Akkus weltweit sozusagen am laufenden Band in die Luft gehen. Tatsächlich sind es seltene Ereignisse. Und? Deutschlandweit ist bislang keine einzige Batterie eines E-Rollers oder E-Bikes in einem öffentlichen Verkehrsmittel in Brand geraten. Deshalb kommt die Studie auch zu dem Schluss, aktuell ist die Datengrundlage für eine seriöse Ermittlung oder zahlenmäßige Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Brandereignisses in einem Fahrzeug noch nicht ausreichend. Dennoch. Im August vergangenen Jahres kommt das erste Verbot. In der Hamburger U-Bahn werden E-Roller, die hier wie in England E-Scooter genannt werden, nicht mehr mitgenommen. Das Unternehmen erklärt dazu, das uns gegenüber oft vorgebrachte Argument, es sei doch noch nichts passiert in ÖPNV-Fahrzeugen, ist vor dem Hintergrund des Brandschutzes und unserer besonderen Verantwortung gegenüber unseren Fahrgästen kein Argument für die Mitnahme in unseren U-Bahnen. Das ist nachvollziehbar. Passagiere im Brandfall aus einem Tunnel zu evakuieren, kann längere Zeit dauern. Dann sind die giftigen Gase ein ernstes Problem. Bis hierhin ist die Sache klar. Nun aber wird sie rätselhaft. Das erwähnte Gutachten führt uns vor allem brennende Elektrofahrräder vor, rät aber nicht davon ab, sie im öffentlichen Verkehr mitzunehmen. Lediglich Elektroroller sollen nicht mehr transportiert werden. Warum das? Da die Autoren des Gutachtens ein Interview ablehnen, wenden wir uns an den TÜV-Verband, der seinen Sitz hier in Berlin hat. Sind E-Roller gefährlicher als E-Fahrräder, die man auch Pedelecs nennt? E-Tretroller sind genauso gefährlich oder ungefährlich wie die Pedelecs. Hintergrund dieser Aussage ist, dass beide Verkehrsmittel die gleichen Prüfgrundlagen erfüllen müssen. Und beide Verkehrsmittel müssen ein sogenanntes CE-Kennzeichen tragen. Während Pedelecs dann ohne weitere Prüfungen auf deutschen Straßen gefahren werden dürfen, muss jeder E-Tretroller zusätzliche Zertifikate erlangen. Wie es zum Beispiel ein Traktor, eine forst- und landwirtschaftliche Maschine, ein Fahrzeug, ein Motorrad erlangen muss. Auch das kann in Deutschland und in Europa erst auf die Straße kommen, wenn es eine Betriebserlaubnis erhält. Und dieses Verfahren hat man in Deutschland etabliert, um auch E-Tretrollern im Straßenverkehr sicher betreiben zu können. Es gibt also keinen sicherheitstechnischen Grund, ausgerechnet streng geprüfte und versicherungspflichtige E-Roller von der Mitnahme auszuschließen. Schon gar nicht aus Bussen und Straßenbahnen, die oberirdisch fahren und, falls es mal brennt, relativ rasch evakuiert werden könnten. Doch wie hier in Leipzig schließen sich Verkehrsunternehmen nach und nach diesem Mitnahmeverbot an.
Mitte Juni tagt der VMS, der Verkehrsverbund Mittelsachsen, in seinen Räumen hier in Chemnitz und beschließt ein Rollerverbot ab 1. August dieses Jahres. Gültig in allen Bussen und Bahnen, außer dem sogenannten Chemnitzer Modell, einer Straßenbahn, die Chemnitz über Eisenbahnschienen mit dem Umland verbindet. Dort, im Umland angekommen, wird man aber keinen Bus mehr besteigen dürfen, um die letzten Kilometer zurückzulegen. Solche Roller sind längst kein Spielzeug für Jugendliche mehr, sondern können, wie die Verkaufszahlen zeigen, Mobilitätshilfe für Ältere sein, gerade in bergigen Regionen. In Regionalzügen und S-Bahnen übrigens werden E-Roller gleichberechtigt mitgenommen, sogar kostenlos, wenn man sie zusammenklappt. Anders in Bussen und Bahnen der einzelnen Verkehrsverbünde. Ein Blick auf den Flickenteppich der Verbotsentscheidungen. Neben Mittelsachsen, im angrenzenden Greizer Verkehrsverbund, sind die Roller ausgeschlossen. Im Vogtland hingegen erlaubt. In den übrigen Thüringer Verkehrsverbünden sind sie ebenfalls verboten. Wir sind keine Güterverkehrsunternehmen, sondern wir sind Personenverkehrsunternehmen vorrangig. Und wir befördern gern Personen und wir befördern auch Sachen und Handgepäck und auch Mobilitätshilfen, sofern sie wirklich entsprechend bedürftigen Personen gehören. Dazu gehören aber keine Fahrzeuge, die eine Versicherungspflicht haben. Ohnehin habe der öffentliche Nahverkehr eine seit Jahren wachsende Zahl von Mobilitätshilfen zu befördern, klagen alle Verkehrsbetriebe. Das funktioniere langfristig nur mit größeren und mit mehr Fahrzeugen, die von Kommunen aber nicht finanziert werden. Weiter im Überblick. Im Südharz sind E-Tretroller in Bussen und Bahnen verboten, im Raum Dresden und Görlitz aber erlaubt. Ebenso im Mitteldeutschen Verkehrsverbund, Ausnahmen Leipzig und Halle. In den Verkehrsverbünden Sachsen-Anhalts werden E-Tretroller in Bussen und Straßenbahnen weitgehend mitgenommen. Nur die Verkehrsunternehmen im nördlichen Harz haben noch keine Entscheidung getroffen. Hier entscheidet das Fahrpersonal selbst, vorläufig noch. Ansonsten kann man eher von einer Verbotswelle für Elektroroller im bundesdeutschen Verkehrsbetrieben sprechen. Viele lassen sich von dieser drastischen Pressemitteilung ihres Verbands beeindrucken. Überschrift: Brand- und Explosionsrisiko bei Akkus von E-Tretrollern. Schauen Sie einfach mal in eine Bedienungsanleitung von einem E-Tretroller rein. Da sehen Sie ein Verbotsschild, über Kanten zu fahren. Da sehen Sie ein Verbotsschild, mit dem E-Tretroller bei Regen zu fahren. Man soll sich dann schnellstmöglich unterstellen, weil die Gefahr von Kurzschlüssen besteht und von Bränden. Solche Warnhinweise gibt es tatsächlich. Deshalb lassen wir uns bei einem Hersteller zeigen, wie der Batterieblock verbaut sein muss, damit eine Straßenzulassung erteilt wird. Er ist eingebettet in einem spritzdichten und stoßfesten Gehäuse. Warum also aufgeregte Meldungen über vermeintliche Sicherheitsmängel? Firmenchef Wahlberg erinnert an die im Straßenbild vieler Städte massenhaft auftauchenden E-Roller, die zum Verleih bereitstehen. Englisch nennt man das Sharing. Die größte Konkurrenz des Sharings sind Hersteller wie wir, die Produkte für den Eigentum herstellen. Weil jeder, der einen eigenen Roller hat, leiht sich danach keinen Roller mehr. Und dementsprechend fällt es auf, dass die beratende Instanz des VDVs ausschließlich aus Sharing-Unternehmen besteht. Der VDV, Dachverband Deutscher Verkehrsunternehmen, arbeitet also am Nahverkehr der Zukunft und lässt sich dabei von Verleihfirmen beraten. Hat deren ökonomisches Interesse etwa Einfluss auf die ansonsten kaum nachvollziehbare Empfehlung, private E-Roller in Bussen und Bahnen nicht mehr mitzunehmen? Also die Vermutung stimmt nicht. Die Geschichte hat noch ein vorläufig letztes Kapitel. Das spielt in Bonn. Anfang Juli bestellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr alle Sachverständigen ein, die normalerweise nicht hier im Ministerium zu finden sind. Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Über weitere gesetzliche Auflagen, mit denen das vermeintliche Sicherheitsdefizit von E-Tretrollern beseitigt werden soll. Also es steht im Raum, dass der Hersteller im Rahmen der Batterieprüfung auch sogenannte Quetschtests erfüllen soll, also wo die Batterie tatsächlich mechanisch zerstört wird. Selbst bei enormer Belastung geraten Akkublocks nicht in Brand, wenn ein Batteriemanagementsystem sie schützt.
Es überwacht jede einzelne Zelle und schaltet ab, bevor es zum Kurzschluss kommt. Nur wenn eine solche Abschalteinheit fehlt oder nicht richtig funktioniert, kann das passieren. Nicht vollkommen auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich. Jedenfalls bei in Deutschland zugelassenen und daher mehrfach geprüften Elektro-Kleinstfahrzeugen.